Apropos Fortsetzung folgt. Wieder sind Berlins angestellte Pädagogen im Streik. Eine Woche lang diesmal. Verlangt wird unter anderem, Sie wissen es wahrscheinlich, ein Tarifvertrag für die angestellten Lehrer und damit verbundene bessere Arbeitsbedingungen. Finanzielle Gleichstellung mit den Beamten. Obwohl der Senat dafür nicht zuständig ist, wie zumindest Finanzsenator Nussbaum beteuert. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, hat sich die Gewerkschaft diesmal etwas Besonderes einfallen lassen. An der alten Münze in Berlins Mitte steht seit heute, nennen wir es mal, eine Art Zeltlager, ein GEW-Streikcamp. Klaus Wurbereit kann es aus dem Fenster sehen, das Streikcamp der Lehrer auf dem Molkenmarkt. Eine Woche lang wollen die Pädagogen hier tagsüber kampieren, im Stadtbild auffallen. Streik mal anders. Es ist schön, weil wir auch alle zusammen sind und ein bisschen Diskussionsrunden reden können und hier in der Öffentlichkeit auch mit den Menschen reden können. Weil die Büros der Senatoren Nussbaum und Henkel um die Ecke liegen, haben rund 600 Lehrerinnen und Lehrer zum Auftakt erst einmal eine Spontandemo eingelegt. The same procedure, zur immer gleichen Forderung. Ein ordentlicher Tarifvertrag für die angestellten Lehrer in Berlin soll her. Wir haben vieles geplant. Wir werden auch die Fahrräder wieder rausholen und wir werden verschiedene Aktionsformen machen. Wir wollen mit den Menschen im Gespräch sein auf der Straße. Wir laden Eltern ein, wir laden Schülerinnen und Schüler ein, hier vor Ort zu sein, mit uns das Gespräch zu suchen und von daher dieses Dorf. Ein Dorf, das jeden Tag aufs Neue von vielen streikenden Lehrerinnen und Lehrern bevölkert werden soll, so der Plan. Dass diese Aktionswoche ausgerechnet in die heiße Abiturphase fällt, hat im Vorfeld für viel Kritik gesorgt. Die Schulsenatorin wirft den Lehrern vor, den Streik auf dem Rücken der Schüler auszutragen. Die Lehrer kontern. Wir sind zum Teil selber auch Eltern. Wir sind diejenigen, die unsere Schüler jetzt 2 Jahre aufs Abitur vorbereitet haben. Sie werden in Berlin keinen einzigen Fall finden werden, wo die Prüfungen ausfallen oder jemand anders die Prüfung abnimmt. Wir haben diese Maßgabe auch ausgegeben, darauf zu verzichten. Und daran haben sich nach Abendschau-Informationen die meisten streikwilligen Lehrer auch gehalten. Zum Beispiel am Gottfried-Keller-Gymnasium in Charlottenburg. Hier standen heute die schriftlichen Nachprüfungen an. Alles verlief planmäßig, obwohl 16 der 24 angestellten Lehrer gestreikt haben. Der reibungslose Prüfungsablauf ist vorher abgesprochen worden. Klar, habe ich natürlich die Verantwortung zunächst mal für meine Schüler und möchte, dass da auch das Abitur nicht davon gefährdet ist. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Verständnis für die Kolleginnen und Kollegen, denn wir wollen kein Zwei-Klassen-Lehrerzimmer haben. Das Dauercamp vor dem Roten Rathaus soll die Politiker zum Reden bringen, am liebsten über einen Tarifvertrag. Finanzsenator Nussbaum jedoch bleibt weiterhin hart. Heute beginnen wir eine neue Wochenserie Leben.